So, Samstag. Wir waren nicht lange da, ein paar Stunden, aber trotzdem viel geschafft. Wir sind hier endlich fertig. Alles komplett mit dem Bordstein. Alles hier verklebt. Hier habe ich das Zeug so gelöst, dass man mit dem Kreppband, hätte ich beinahe gesagt. Ihr wisst Bescheid, ne? Das haben wir so gelöst. Dann habe ich noch was gemacht, also da draußen. Hier habe ich rausgefräst, damit die schön da reinkommen, damit wir hier mit dem Wagen, mit Paketen einfach drüber fahren können. Die Schrauben durchgebohrt und natürlich versenkt. Ja. So sieht das jetzt aus. So, wir haben in der Zwischenzeit auch Möbel bekommen. Aus Italien, ja, Feiner, ganz wichtig. Das werden wir Sonntag wahrscheinlich zusammenbauen. Genauso haben wir mit den Jungs hier in der Woche auch die Scheibe schon aufgestellt. So sieht das Ganze aus. Richtig schwer, richtig massiv. Also ich schätze mal 100, 150 Kilo locker. Und da sind 2 6er Scheiben, also 12 mm mindestens. Die habe ich heute oben, weil die waren ja nicht gesichert. Die habe ich heute richtig fett nochmal gesichert. Nicht, dass es irgendwie runterkippt oder keine Ahnung, wenn wir saufen und dann drüber stolpern. Ja? Ganz wichtig, auf alles muss man achten. BG mag das gerne, wenn alles fest und sicher ist. Dazu sorgen wir auch. Und somit ist das hier, außer dem Boden, den irgendwann mal kommt, so gut wie fertig. Ein Elektriker ist noch am Machen, hier ein bisschen Kabelsalat für die ganzen Internet-Steckdosen etc. Ja? Genauso wie die ganzen anderen Steckdosen, die hier noch dran sind. Da noch nicht gemacht, ja, man muss hier ein bisschen fuschen, weil diese Dinger waren nicht mit dem Allgemeinlicht zusammengebunden, musste man extra anschalten, jetzt gehen die alle zusammen an. Ja. Ist noch nicht dran. Ja, aber wird's. So, tschüss.